Moin Leute, willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video von mir. Und zwar kriege ich in meinen Streams immer wieder die Nachfrage: Ey yo Sonius, wie hast du den Helm gebaut? Wie hast du den Helm gebaut? Wie hast du den Helm gebaut? Und so weiter und so fort. Einfach nur, weil ihr natürlich in meinen Streams viel aktiver seht, wie ich meine Units benutze, beziehungsweise wie ich meine Helden benutze. Und dementsprechend ihr dann direkt interessiert seid, mit welchen Artefakten ich sie spiele, damit ihr sie genauso bauen könnt und genau die gleichen Zahlen teilweise erreicht. Auch wenn ich noch weit weg bin von diesen ganz großen Whale-Accounts. Aber zumindest habe ich teilweise schon guten Damage bzw. gutes Healing. Und deshalb dachte ich, mache ich eine kleine Videoreihe darüber, was für Helden ich spiele bzw. immer wie ich die ganzen Helden spiele, sodass ich relativ viele kleine Kurzguides die nächsten Tage bringen werde. Einfach nur, dass ihr eine Übersicht über all meine Helden habt, die ich aktuell spiele und wie ich sie spiele und welche Artefakte und all sowas werde ich in dem Video zeigen. Das werden dann immer nicht ganz so lange Videos sein, aber dafür habt ihr es in einer schnellen Übersicht und ihr seht einfach, was ich spiele. Natürlich kann es sein, dass in Zukunft sich Artefakte auch updaten, aber die Zahlen sollten sich nicht mehr so krass updaten bei den meisten Helden, die ich spiele, da ich ja eher häufiger Artefakte für neue Chars als für existierende Chars farme. Und den Anfang möchte ich machen mit Bennett, dadurch, dass ich zu Bennett noch nichts Großartiges gemacht habe, wie ich ihn persönlich spiele, sondern einfach nur irgendwann mal einen Guide hochgeladen habe, wie man aus ihm einen Damage Healer bauen kann für all die Leute, die kein D-Look haben, die keine Knie haben und trotzdem gerne ein Feuer DPS benutzen wollen. Bennett ist auf jeden Fall für euch am Start, aber ich benutze ihn nicht als Damage Healer. Ich habe dafür andere Feuerhelden, die ich besser finde und dementsprechend hat er bei mir einen anderen Use Case. Viele spielen ihn auch als Support TPS, geben ihnen ein altes Hofritual und machen damit ihren Schaden. Aber bei mir ist sein einziger Fokus, dass er machen soll, dass er healen soll und mit seiner Ult den Damage boosten soll. Aber das macht ja jeder Build, egal was sie baut. Dementsprechend ist sein Main Fokus bei mir, er soll healen. Was bedeutet das also für den Bennett und wie ich ihn gebaut habe? Ich starte einfach mal direkt bei der Waffe und hier ist eigentlich das einzig Wichtige, dass ihr ein Subset habt mit der Aufladerate, denn wenn er healen soll, ist seine ultimative Fähigkeit die einzige Möglichkeit zu healen und die rusht ihr natürlich möglichst schnell mit der Aufladerate. Klar, hättet ihr LP als Substat statt Aufladerate, würdet ihr ein bisschen stärker healen, aber da gibt es eh keine gute 4-Star oder 5-Star Waffe und ich habe auch lieber dauerhaft die Ult ab, als irgendwie mich darum zu kümmern, dass diese Ult dann auf irgendwelche anderen Faktoren irgendwie hochgelevelt wird. Für den Damage Boost, den er mit seiner ultimativen Fähigkeit gibt, lohnt es sich natürlich auch, die Waffe möglichst hoch zu leveln, da dieser Basisangriff dafür zählt, wie stark euer Angriff noch gepusht wird durch seine ultimative Fähigkeit, aber mir war wie gesagt nur die Aufladerate wichtig, da gibt es auch viele andere Waffen, da gibt es ja nicht nur das Favonius-Schwert, da gibt es auch das Opferschwert und das Schwert der Verderbnis. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe an Schwertern mit Aufladerate, die auch 4-Star sind, die man benutzen kann. Weiter geht es damit, wenn wir uns seine Artefakte angucken und da gibt es natürlich für Healer nur ein wirkliches Artefakte-Set und das ist ins Herz geschlossene Mädchen, bedeutet ich push hier wirklich sein Healing, ich werde das am Ende nochmal zeigen, wie stark das Ganze ist und wenn wir auf die Artefakte selber drauf schauen, dann ist natürlich hier diese Blume mit das Wichtigste, weswegen ich auch ein bisschen darunter leide, dass ich nur auf Level 17 gemacht habe und nicht auf Level 20, das wäre natürlich das Allerwichtigste, aber sein Healing scaled auch aufgrund von LP, deswegen ist hier natürlich ein hoher LP-Boost auf dieser Blume auch sehr wichtig und da die auch größtenteils hochging, ist das auch eine sehr starke Blume, was das Healing angeht. Ich springe mal direkt erstmal kurz rüber zu der Sanduhr, die hat natürlich als Mainstat LP, wenn ich hier ein Healing haben möchte, als Substat ist auch LP sehr wichtig und natürlich die Aufladerate ist ein weiterer wichtiger Stat, dadurch, dass ich ja seine ultimative Fähigkeit rushen möchte. Hier geht es auch direkt beim Kelch weiter, ich möchte kein Damage mit ihm machen, ich brauche keinen Pyro-Damage-Bonus, ich brauche nur LP und habe als Substat tatsächlich das Beste, was ich haben könnte, neben Base LP und das ist nochmal die Aufladerate von fast 20%. Also ich konzentriere mich, wie ihr seht, mit seinen Artefakten voll auf die Aufladerate, voll auf das Healing und das wird nochmal weiter unterstützt durch den Helm, den ich trage. Da habe ich wirklich nochmal einen weiteren Heilungsbonus, also das, was am stärksten das Healing beeinflusst, das beeinflusst das Healing viel stärker, als wenn ihr beispielsweise LP oder ANG boostet, bei je nachdem welchen Helm ihr benutzt und natürlich als Substat wieder LP prozentual als Aufladerate. Ganz wichtig, dass man die beiden bekommen hat, auch wenn ein bisschen die Elementarkunden hochgegangen ist, das ist aber egal. Die Blume habe ich nicht gezeigt, dadurch, dass der Mainstat absolut unwichtig ist für unsere Stats. Hier ANG ist komplett egal, das wollte ich nicht hochleveln. Natürlich könnt ihr über die Substats hier nochmal noch mehr LP raushauen, noch mehr Auflade raushauen, aber ihr werdet sehen, das Healing, wie es jetzt bei mir, bei meinem Bennett ist, ist komplett genug, damit ihr wirklich alles sehr schnell heilt. Von daher, wie gesagt, die Blume, da habe ich mir Artefakte gespart, da habe ich mir Ressourcen gespart und dementsprechend habe ich hier bei Bennett sparen können, was Artefakte angeht und dass er in andere Helden investieren können.
Was sein Sternbild angeht, reden immer relativ viele darüber, dass sein erstes Sternbild sehr wichtig bei ihm wäre. Wenn ihr aber den Healer Balance spielt, so wie ich ihn spiele, wird das erste Sternbild nicht mehr ganz so wichtig, dadurch, dass ihr diese LP-Beschränkung eigentlich sowieso dauerhaft immer erreicht, die hier gemeint ist von der ultimativen Fähigkeit und der ARG-Boost tatsächlich so gering ist, dass es euch vielleicht am Ende des Tages um 5% mehr Damage gibt. Also es ist jetzt nicht so krass wichtig, dass ich sagen würde, das braucht ihr unbedingt, um Bandit zu spielen, besonders wenn ihr ihn als Healer Balance spielt. Falls ihr ihn als einen anderen Bandit spielt, der Damage machen soll, solltet ihr wahrscheinlich schon die erste Constellation mit drauf haben. Und für Healer Balance selber finde ich noch die zweite Constellation relativ wichtig, beziehungsweise relativ nett, dadurch, dass die in bestimmten Fällen nochmal eure Aufladenrate boosten können und ihr habt noch schneller irgendwie euer Healing fertig. Und das ist natürlich besonders cool für ihn. Wenn wir weiterschauen auf seine Talente, dann ist natürlich das Einzige, was bei ihm irgendwie zählt. Ich habe zwar hier die elementare Fähigkeit auf 7, das war nur für den Damage Showcase, als ich ihn als DPS in dem Video gezeigt habe, aber was wichtig ist, ist seine ultimative Fähigkeit. Ich würde sie gerne noch höher rushen, ich bin ganz ehrlich, sie boostet den Damage, sie gibt das Healing und hier ist halt erwähnt, das Healing wird geboostet basierend auf Bandits maximaler LP, deswegen waren ja auch gerade die ganzen LP-Artefakte. Wie gesagt, die Ult eigentlich das Einzige, was ihr rushen müsst für einen Healer-Bandit. Die E benutzt ihr nur, um eure Aufladerate zu erhöhen und eure ganze Zeit Punkte zu kriegen, damit ihr schnell wieder eure Ult gerusht kriegt. Bevor ich aber mit Bandits in Spiral Beast gehe, der ganz kurze Hinweis, ich werde heute im Stream twitch.tv/sonius94 auf Kitsching pullen. Ihr wisst, sie ist meine Number One Waifu und sie kriegt heute tatsächlich nochmal ein bisschen Puls bei mir, ein bisschen mehr Liebe von mir im Stream. Ich freue mich sehr drauf, um 21 Uhr schalte gerne ein und exklusiv dafür für diesen Zeitpunkt ist auch ihr Merch fertig geworden, was mega cool ist. Den Link dazu zum Merch findet ihr auch in der Videobeschreibung. Bei mir wird bald hier in der Wand im Hintergrund ein wunderschönes Kitsching-Merch sein. Ihr werdet es sehen, sobald es bei mir angekommen ist. Bestellt ist es schon. Ich freue mich extrem drauf. Jetzt aber weiter mit Bandit und hoffentlich bis heute Abend. Für einen Showcase von meinem Healer-Bandit gehe ich einfach mal in Spiral Beast rein, einfach in die 8. Ebene. Das einzige Wichtige ist, dass ihr gleich seht, dass ich Schaden nehme und wie stark dann mein Bandit daraufhin heilt, damit ihr einen gewissen Eindruck erhaltet. So, jetzt wo ich Schaden genommen habe, seht ihr bei meiner Klee, sie ist bei gerade mal 5000 LP und jetzt kommt natürlich Bandit ins Spiel und was er für ein Healing-Potenzial hat, wenn ihr ihn Alf in einem Healer-Bild spielen solltet. Also, einfach nochmal hier ultimative Fähigkeit gezündet, Klee rein und schwupp direkt 7500, nochmal 7500 und bam, ich bin voll. Das ging so verdammt schnell und das meine ich auch mit diesem Hinweis, dass diese LP-Beschränkung durch die erste Constellation, also durch das erste Sternbild nicht ganz so wichtig ist, weil ihr so schnell bei Max LP seid. Ihr nehmt quasi Damage, euer Charakter fällt um dadurch, dass ihr Damage nimmt, steht auf und ihr seid wieder bei Max LP. Ihr müsst euch da mit Bandit gar keine Sorgen machen, also wirklich null Sorgen, wenn er auf ihn gebaut ist. Die erste Constellation ist tatsächlich unwichtig. 7500 LP ist das, was ich gerade geheilt habe. Und damit ihr einen Eindruck habt, was dafür nötig ist, mein Bandit ist aktuell bei 26.500 LP und auch relativ wichtig, seine Aufladerate, die halt auch aktuell bei 220% hängt. Wie gesagt, das ist ja auch das, was ich gepusht habe neben der LP. Das sind seine Stats und damit erreicht ihr dieses Ceiling. Das ist also der erste Held aus meiner Reihe. Weitere Helden werden in Zukunft folgen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall auf meinem Twitch-Kanal vorbei. twitch.tv/sonius94, da könnt ihr den Bandit sehen, da könnt ihr andere Helden sehen, da könnt ihr sagen, auf welchen Helden ihr Bock habt oder ihr schreibt es einfach in die Videokommentare. Damit möchte ich mich bei euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer sonius94.